Hallo und recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei habe ich mir heute mal wieder ein Schiff ausgesucht, was etwas besonderer ist, und zwar die Yubari. Die Yubari gibt es aktuell so nicht zu kaufen. Gab es am Anfang mal ganz kurz, beziehungsweise ist ein Vorbestellerschiff. Und dementsprechend einfach natürlich etwas, was man so gerade vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Die Yubari ist selber als Kreuzer tituliert. Gefühlt ist es aber eher so ein Hybrid aus Zerstörer und Kreuzer. Dementsprechend schauen wir uns doch mal, wie sie sich schlägt. Also ich würde sogar auch sagen, dass es so ein bisschen in die Richtung wie die Iwaki Alpha geht. So, wir geben mal ein bisschen Gas. Ihr seht ja praktisch hier, Tier 4 sind wir hier ganz normal dabei. Es ist ein Tier 4, Tier 3 Gefecht. Karte ist großes Rennen, da muss ich jetzt selber spicken. Und dementsprechend da hinten ist schon die erste, die St. Louis. Wir haben nur zwei Geschütze, vorne und hinten jeweils eins. Und ansonsten noch Torpedos am Start. Sie ist eben sehr schnell, sehr wendig, aber hat halt auch nur 18.000 HP. Was in Anbetracht zu einer St. Louis, die auch nur in Anführungszeichen Tier 3 ist, dann eben verhältnismäßig wenig ist. Tenryu, auch Tier 3, lediglich 1000 HP weniger. Also ihr seht schon, das könnte effektiv dann so gefühlt ein bisschen mehr sein. Aber die St. Louis, die nerv ich da schon ordentlich. Das Geschütz und gerade der Gegner verleiten hier zum HE-Schießen. So eine Tenryu oder sowas, da nimmt man natürlich dann eher AP, wenn man auch näher rankommt, aber wie gesagt, auch hier ist die Hoffnung, so ein bisschen den Gegner anzuzünden. Weil Zitadellentreffer, das braucht man hier weniger erwarten. Da ist es die Tenryu. Ihr seht auch, dass ich jetzt AP lade. Aber in dem Fall nicht so treffe, wie ich gern treffen würde. Und bevor meine Schüsse ankommen, macht sie die St. Louis schon weg. Aber optisch ein sehr schönes Schiff, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Viele schwören auch auf das Schiff als Credit Maker. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Da finde ich einfach die Murmansk besser. Oder natürlich auch die High Tiers im Tier 8 mit Atago, der Tierbits oder natürlich Tier 7 Atlanta. Finde ich da alle natürlich einen Ticken besser. Aber klar, jedem wie es gefällt. Da gibt es kein richtig oder kein falsch. So, und jetzt, nachdem man die St. Louis ein bisschen Ruhe gehabt hat, gehen wir weiter auf sie drauf. Also Schussfolge ist genauso richtig zum Nerven. Und jetzt seht ihr, jetzt probieren wir es mal mit AP. Da sogar eine Zitadelle rausgeschossen. Also heißt auch da AP selber auf jeden Fall auch mal möglich. Je nach Winkel. Probiert es einfach aus. Aber es ist natürlich schon eher ein bisschen glücklich. Also Zitadelle auf den Weg. Deswegen gerade gegen die Schlachtschiffe jetzt auf jeden Fall wieder HE. So, die Torps sind da jetzt nicht leider möglich. Dafür kommt sie in den falschen Winkel rein. Aber wenigstens mal angezündet. So, und jetzt will ich hier nach links drehen. Hab mich aber, glaube ich, dann gleich umentschieden, dass ich jetzt erstmal hier bremse. Weil den Winkel hätte ich nicht geschafft für die Linksdrehung. Und ich will dann doch rechts entlang fahren. Weil ihr seht es, aufgrund der Minimap, das Spielgefüge gibt es gerade her. Gerade links entlang, daher wären wir auch die ganze Zeit von der Miyugi und von der South Carolina beschossen worden. Also auch hier immer so ein bisschen ein Auge für die Minimap haben, immer so ein bisschen Übersicht. Der Winkel der Torpedos, der ist sehr, sehr klein. Also ihr seht es, der Bereich da, in dem man die abfeuern kann, da muss man erstmal dementsprechend manövrieren. Unter dem rechten Winkel zum Gegner stehen. Also das ist jetzt nicht so eben mal gemacht.
So, jetzt kommen hier die beiden dicken Pötte. Und auf die Miyugi, da schieße ich jetzt natürlich auch wieder drauf. Aber ihr seht, es ist ein mühsames Ernähren. Bis man hier mal wirklich von Damage reden kann. Aktuell 14.000 gemacht. Vorteil von Ayub Ari ist das Matchmaking. Meines Wissens hat sie ein Plus 1. Also sie kommt praktisch nur in Fünfergefechte maximal rein. So, und jetzt die St. Louis beschießt mich da wieder von vorne. Auch hier wieder keine Möglichkeit, gerade die Tops zu wirken. Und jetzt muss ich mich so beidrehen, dass ich da nicht auf die beiden Schlachtschiffe auch noch drauf fahre. St. Louis ist natürlich fleißig am Schießen, ohne Frage. So, und die galten der Miyugi. Was die Ayub Ari auf jeden Fall auch wieder ausmacht, ist die Wendigkeit und die Agilität. So, die Miyugi hat sich jetzt auch mittlerweile für uns entschieden, obwohl direkt vor ihr die Wyoming steht. Schießt sie jetzt lieber auf uns, aber die Torpedos knapp davor, beziehungsweise einer trifft sogar. Perfekt. Damit haben wir einen schönen Wassereinbruch. Und jetzt passt die South Carolina gerade wieder besser ins Beuteschema, deswegen auf die South Carolina drauf. St. Louis interessiert sich Gott sei Dank nicht mehr für uns. In der Theorie würde ich auch sagen, ist die Ayub Ari eher der Zerstörerjäger, als jetzt hier auf die dicken Pötte zu gehen. Aber es bietet sich halt einfach gerade auf der Situation an, und die Zerstörer, seht ihr ja selber, wo die sind oder wo die zuletzt gespottet waren, ist ein Stück her. So, Miyugi macht den Kartenrandfahrer. Denkt, da wird sie nicht getroffen, aber denkst du? So, und die Wyoming macht jetzt einen saugdoofen Move. Absolut unnötig. Und zwar rammt sich die jetzt. Schaut zwar natürlich in der Optik schön aus, aber absolut sinnbefreit. Hat noch das Doppelte an HP gehabt und wie gesagt, wir hatten hier so viel Feuerpower. Ein unnötiger Kill. Ab und an natürlich ein profanes Mittel, so mal jemand auch mal einfach schön den Bug in den Gegner zu rammen, aber wie gesagt, hier nicht notwendig. So. St. Louis ist jetzt hier hinter der Insel immer noch. Wir spulen mal bisschen schneller voran, bis man auch zu einer Szene kommt, bei der wir Damage anbringen können. Und zwar hier, die Wakatake. Wird wohl AFK sein. Weil sie da einfach von Anfang bis jetzt immer gespottet war und sich auch gefühlt nicht bewegt. Und der Flugzeugträger, die Hoshu, kommt uns da auch entgegen. Na, die ersten gingen noch daneben. Aber hier jetzt kommen wir langsam in eine schöne Schussreichweite. So, und jetzt bemerkt der Flugzeugträger auch wieder, dass er da gerade nicht gut stand und fährt jetzt also wieder weiter. Deswegen gehen jetzt die Schüsse ins Wasser, die sonst noch getroffen hätten.
Und jetzt will er natürlich beidrehen, um uns nicht in den Karren zu fahren, sondern von uns wegzukommen. Deswegen hier jetzt die Drehung. Da ist die Wakatake jetzt offen. Und ich empfehle schon sehr stark, auch die AFKler wegzumachen. Weil wenn sich die dann auf einmal entschließen, plötzlich wieder da zu sein. Und hier der Torpedo, der war ganz knapp. Weil wenn sich die entschließen, wieder dann da zu sein, dann ist natürlich Schicht im Schacht. Aber wie gesagt, Yubari in der Regel gute Manövrierbarkeit. Dementsprechend kann man die Tops toll ausweichen. Der erste war ein bisschen glücklich, gebe ich ganz ehrlich zu. So, Wakatake kriegt hier den Damage. Jetzt wollte ich mal eventuell den mit Tops wegmachen, aber habt ihr mich dann dafür entschieden, dachte mir, okay, nee, bis die ankommen, kann ich schneller drauf schießen, beziehungsweise ich müsste viel zu hart dafür drehen, das ist eben ein Nachteil. So, die ist jetzt weg. Und jetzt weiter auf die Hosho. Hoshu kann jetzt natürlich hier wenig machen. Hat keine Flugzeugstaffeln gerade in der Luft. Dementsprechend ist es ihm schwer, sich hier zu verteidigen. Er kann nur wegfahren. Aber ich setze ihn auch in Brand. Tut natürlich auch ganz schön weh. Und jetzt seht ihr, er startet wieder die nächsten Torpedoflugzeuge. Am unteren Rand noch die St. Louis. Aber die Hoshu bekommt hier ganze Zeit ständig rein. Man könnte jetzt das Schiff noch ein bisschen weiter nach links anwinkeln, dass ich auch mit den anderen Geschützen noch drauf komme. Aber ich hatte noch so ein bisschen die leise Hoffnung, noch so ranzukommen, dass ich eventuell ja, auch hier der ein eher Mauerversuch. Und der war jetzt besser. Der nimmt mir nämlich die Fahrt raus. Das heißt, ich muss nämlich hier abbremsen und muss mich dann dafür entscheiden, ein bisschen beizudrehen. Also beim Verteidigung als Flugzeugträger ruhig mal solche abwerfen. Also nicht in die Fahrtrichtung, sondern entgegen der Fahrtrichtung, dass es ihr natürlich deutlich schwieriger habt. So. Die Torps kommen jetzt leider nicht mehr an. Dementsprechend, er hat gerade das Problem, dass er gerade wegfackelt. Also es war trotzdem eine gute Runde. Mir hat es viel Spaß gemacht. Am Ende waren es 65.000. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Von dem her, wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.